Never bury your enemies alive. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Call of Duty Modern Warfare 3. Trophäe, Achievement, Erfolg, Spritztour steht an. Und auch wieder sind wir in Mission Nummer 3, Reaktor. Wieder sind wir ganz am Start. Die Aufgabe, die vor uns liegt, bedeutet, ein Fahrzeug stehlen, ein Geschütz zu haben, dieses Geschütz auf das Fahrzeug aufzubauen und dann mit dem Fahrzeug spazieren zu fahren. Zu fahren. Das ist schön, dass der Anflug hier so lange dauert und ich die Möglichkeit habe, hier Verhaspler dann auch ja, zu korrigieren. So, also, wir landen hier. Hier gibt es drei Fahrzeuge, ich glaube drei Stück. Hier die Tür, manchmal ist die verschlossen, dann müsst ihr da noch einen Stuhl wegmachen, ansonsten habt ihr hier gleich direkt erstmal ein Geschütz. So, jetzt haben wir ein Geschütz, jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug. Und zwar war bei mir eigentlich immer in dieser einen Gasse gleich. Seht ihr gleich, ich versuche jetzt hier mal kurz den Kugeln ein bisschen auszuweichen. Natürlich habe ich auf Rekrut gestellt, aber trotzdem muss man sich ja nicht so komplett wegballern lassen. Deswegen probiere ich hier gerade einfach nur zum Fahrzeug hinzukommen, ohne dabei so massiv zu beschossen zu werden, wie es nur geht. Und da seht ihr auch den dritten Heli oder den zweiten, wie immer man das gerade durchnummerieren möchte. Und dann kommen wir gleich hier zu einem Fahrzeug, wo ein Geschütz hinten drauf steht. Und das werden wir austauschen gegen unser eigenes. Wir machen das kurz down. Dann einmal drauf hier. Wie gesagt, jetzt wisst ihr auch, warum ich auf den Rekrut habe. Jetzt hier einmal das Steuerkreuz drücken, unser eigenes Geschütz platzieren, einsteigen, spazieren fahren. Das ist der ganze Hintergedanke bei Spritztour. Kommt jetzt bei mir hier massiv früh. Ich weiß gar nicht, warum das so massiv früh kommt, weil ich kann mich null daran erinnern, dass ich wirklich ja, das Ganze schon mal gemacht habe, mit einem Fahrzeug relativ lange durch die Gegend gefahren bin und das Geschütz Leute habe wegmachen lassen. Weil ich glaube, 5 oder 10 mussten es sein, die man wegmachen muss, steht hier in der Trophäebeschreibung drin, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ihr seht das hier, ich fahre jetzt gleich hier noch mit euch ein bisschen durch die Basis spazieren. Ihr habt hier also wirklich mehr als genug Möglichkeiten, Gegner wegzumachen, es sei denn, ihr habt vorher die Basis leergeräumt. Das wäre dann natürlich kontraproduktiv. Das solltet ihr nicht machen, schöne viele Gegner sollten da sein, damit euer Geschütz auch was zu tun hat. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.